guten Abend hier im Münchner Muffatwerk, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Erich Nowotny, meines Zeichens FM4 Ombudsmann. Hallo, Ombudsmann von FM4. Darf ich den grüßen lassen? Sehr gerne. Ich möchte meine Ilse grüßen lassen, meine Gattin. Ich komme bald nach Hause. Ich liebe dich von Herzen, also im Rahmen dessen, was uns der Gesetzgeber bei der Trauung zugesagt hat. Aber die Herztropfen sind dort, wo sie immer sind. Ja? Und sie wird auch wieder Spaghetti kochen, ohne dass das Wasser brodelt, ja? Und ja. Mit Parmesan und nicht mit Parmesan. Ja, ja? Oh, sie wissen sehr gut Bescheid. Jetzt noch eine kurze Frage. Möchten Sie vielleicht mal kurz dem deutschen Publikum erklären, was Ihre Rolle bei FM4 ist? Na, meine Rolle bei FM4? Ich weiß nicht, ob Sie mit der griechischen Mythologie vertraut sind, aber ich helfe Melpomene gleich der Jugend bei der Bewältigung ihrer Lebensprobleme und sie stellen mir Fragen und ich beantworte sie restlos, denn ich weiß alles. Okay, also so ein bisschen wie Dr. Sommer von Bravo. Naja, das kommt immer wieder, ich weiß auch nicht warum, aber das lehne ich natürlich ab. Also, das Bravo ist natürlich eine Publikation privaten Rechts, nicht wahr? Und ausgerichtet auf den wirtschaftlichen Erfolg. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ausgerichtet auf die Aufklärung, das Wohl der Bevölkerung. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe. Was sind denn die schwersten Probleme, die Sie so zu bewältigen oder zu beantworten hatten? Können Sie da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, das geht von der völligen Neugründung Europas bis hin zu Hilfe, ich bin verknallt in den süßen Typen von der Tierkörperverwertung, was soll ich jetzt machen, nicht? Also es gibt Verschiedenes zu tun und ich versuche da eine gewisse Tiefe herzustellen. Natürlich wird es mir sehr schwer gemacht, weil Radio FM4 immer diese Populärmusik ausstrahlt, nicht? Und ich versuche einen Gedanken zu formulieren und danach kommt so ein 3-Minuten-Pop-Song, nicht? Da wird alles gleich wieder zerstört, nicht? Ich versuche immer wieder durchzusetzen, dass man einen John Cage vielleicht, einen Kurtag, nicht eine Olga Neuwirth oder so, was das für eine Dringlichkeit entwickeln würde, wenn man zuerst Jugendliche hat, die sagen, oh, Party, und dann aber 70 Minuten John Cage. Ja, das würden Sie sich dann als die Avantgarde des Radios bezeichnen. Ja, Avantgarde weiß ich nicht, aber die sind wie vernagelt da oben, nicht? Also ich schreibe täglich Briefe, mehrere E-Mails an die Geschäftsführung, aber das also. Ich hoffe in Zukunft, also heute sind so viele Leute da, wo ich das Gefühl habe, die stärken mir den Rücken, ja, dass ich denke, also der ganze Weg ist noch nicht geschafft, aber wir sind auf einem guten Weg. Was würden Sie denn jetzt jemandem antworten, wenn er sagen würde, Hilfe, ich bin in Justin Bieber verliebt, bitte helfen Sie mir. Ein sehr grundlegendes Problem unserer Jugend, der 13- bis 16-Jährigen wahrscheinlich. Ja, also wenn dieser Herr Bieber in der Nachbarschaft wohnt, dann würde ich also empfehlen, dass man ihn einmal abpasst am Schulweg, nicht, und sagt also wunderschönen guten Abend, nicht, und vielleicht wenn er gerade verkühlt ist, kann ich empfehlen, dass er sagt dann zum Beispiel, oh, ich fühle mich heute nicht so besonders, und dann sagt man zum Beispiel, bist du aber, ja, und das bricht das Eis und dann natürlich also die verschiedenen Techniken, ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen darf. Natürlich, sehr gerne. Wirklich, ja. Vielleicht darf ich kurz ausführen, das Küssen finde ich sehr wichtig. Das Küssen hat den Hintergrund, die Eltern zerkauen die Nahrung, um dem Nachwuchs, also die Nahrungsaufnahme zu erleichtern. Von Mund zu Mund findet die Nahrung ihren Weg in den Kreislauf des Nachwuchses. Aus diesem an sich ein bisschen grausligen Vorgang hat sich das Küssen entwickelt über die Jahrhunderte. Pussy links, Pussy rechts übrigens drückt diametral Gegenteiliges aus. Wir prüfen nach, wie viel Nahrung ist in den Backen des Gegenübers gespeichert. Dann wird es sich lohnen, seinen Schädel zu spalten, nicht, um also Brot darin vorzufinden. Ja, und also verschiedene Praktiken. Es gibt vieles, was man tun kann. Vieles verstößt noch gegen das Rundfunkrecht, aber auch daran arbeite ich. Apropos Rundfunk, inwieweit hat sich denn das Radio Ihrer Meinung nach verändert? Welches Radio meinen Sie? Generell, Radio als Medium selbst. Das Radio als Medium selbst hat sich sehr verändert, würde ich sagen. Opium des Volkes oder noch nicht ganz? Ja, gegen Opium ist ja wenig einzuwenden, sage ich jetzt mal. Also, generell würde ich das Radio, aufgrund dessen, dass es sehr billig ist in der Herstellung,
sagen, es ist wesentlich spannender als das Fernsehen und auch das Kino. Da würde ich ja überhaupt sagen, seit Louis Buñuels Andalusischem Hund, das auch, da auch nur die Szene, wo das Auge aufgeschlitzt wird, nicht, hat das Kino ja nichts Relevantes mehr zur Bewusstseinsbildung beigetragen und wird, so wie so vieles, was das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat, eine Fußnote der Kulturgeschichte bleiben. Und das Radio wird übrig bleiben, da bin ich mir ganz sicher. Ist ja auch so ein bisschen, dass sich Menschen daran festhalten können. Wenn sie einsam sind, dann haben sie jemanden, der mit ihnen spricht. Unter anderem dann auch sie, die Fragen beantworten. Ja, oder Mitarbeiter von diversen Geheimdiensten. Nicht? Das kann man sich heute oft nicht aussuchen. Wer mit einem spielt. Wir feiern ja heute auch den österreichischen Nationalfeiertag, nicht? Und was wird da gefeiert? Es wird die immerwährende Neutralität Österreichs gefeiert. Wir sind nicht NATO-Mitglied. Ja? Das heißt, unsere Firmen müssen nicht Auskunft geben an die Geheimdienste im Ernstfall, nicht? Und wenn das Handy von unserem Bundeskanzler abgehört wird, dann nur von unseren eigenen Leuten, nicht? Und nicht sozusagen vom Klassenfeind. Und da sind wir sehr stolz und froh und feiern das einmal im Jahr. Und wir von FM4 hier in München, weil Schadenfreude ist natürlich die schönste Freude. Nicht? Apropos ja. Neutralität, Sie dann als neutraler Mitbürger dieses neutralen Landes, ja. Wie weit kann man denn, wenn Sie dann wieder auch, wenn wir dann nochmal zu Ihrem Beruf zurückkommen, neutral bleiben, wenn Ihnen Fragen gestellt werden? Ist es nicht auch manchmal sehr emotional oder irgendwie sehr berührend? Ja, aber das widerspricht sich ja nicht. Also ich finde, die Aufrichtigkeit ist die größtmögliche Objektivität, die es gibt. Also Wissen gibt es ja gar nicht, nicht? Also das ist ja eine Projektion. Also das, was wir Wissen nennen, das ist dann Wissen, nicht? Aber wenn ich reinen Herzens spreche, dann viel objektiver geht es nicht. Super, vielen lieben Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ja, darf ich noch kurz sagen? Am 11. Dezember 2013 lade ich Sie ein, hierher ins Muffertwerk, ins Ampere, zur FM4 Ombudsmann-Dienstreise, wo wir Europa völlig neu gründen, inklusive Demokratie und Live-Musik von der Band Love and Fist. Ich sehe euch dort. Ich freue mich. Servus. Vielen lieben Dank. Ja.